Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute ist ein sehr, sehr großer Tag für Yu-Gi-Oh! Zur Feier des 25. Jubiläums kommen die ersten 5 Sets nochmal als Displays reprinted raus. Ich hätte niemals daran gedacht, dass irgendwann mal sowas Cooles rauskommt. Hätte ich niemals mit gerechnet. So extrem nostalgisch und cool gemacht. Also, ich feiere es wirklich maximal, einfach so schön für die Vitrine, für jeden, der früher dabei war, der den Anime geschaut hat, einfach zu krass. Auf jeden Fall machen wir gleich mal ein Display auf, ich werde auswürfeln, welches. Außerdem gibt es natürlich ein kleines Gewinnspiel, Regeln erkläre ich gleich. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen für heute Abend und wir müssen natürlich ein bisschen darüber reden, wie ich das Ganze einschätze, ob sich das lohnt wegzulegen, wie das war aus der Sicht eines Händlers mit den Vorbestellern, mit der Bestellmenge, ob es da Probleme gab und so weiter. Das werden wir alles gleich klären. Also ich habe einige Infos für euch, Leute. Aber ich muss wirklich sagen, also es war für uns jetzt aus meiner Sicht mit dem Laden und so, es war der größte Release aller Zeiten bis jetzt. Wir hatten so viele Bestellungen wie noch nie. Und ehrlich gesagt, wir haben uns 6 Monate darauf vorbereitet, auf diesen Tag. Und damit alles glatt läuft. Und es war wirklich mega heftig, Nachtschichten ohne Ende. Aber es macht auch einfach mega, mega viel Spaß. Danke nochmal an alle, die bestellt haben. Zur Feier des Tages haben wir noch eine Kleinigkeit geplant. Nach langem wird es mal wieder einen Release-Stream geben. Das heißt, heute, also Donnerstag, ab ca. 22 Uhr, werden wir aus dem Laden heraus streamen. Ihr könnt dann dabei mitmachen, euch Packs kaufen. Wir öffnen die sofort und könnt während des gesamten Streams einkaufen. Wir haben dann noch 2, 3 andere Produkte da, aber wir schauen, dass wir zum Großteil nur die ersten 5 Sets öffnen. Und dann schauen wir mal, was alles so möglich ist. Wir machen dann zwischendurch vielleicht noch das ein oder andere Giveaway, Gewinnspiel und schauen einfach mal, was uns erwartet. Also seid alle herzlichst eingeladen. Ansonsten streamen wir natürlich wie immer auch sonntags. Da haben wir die Produkte auch alle am Start. Sonntags ab 18 Uhr und heute ab 22 Uhr, Leute. Also ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Noch kurz die Regeln fürs Gewinnspiel. Heute gibt es was Besonderes, aus besonderem Anlass natürlich. Aus jedem Set ein Booster, das heißt, wir verlosen 2x5 Booster-Packs unter allen Kommentaren. Gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen, damit ihr die Auslosung nicht verpasst. Zum Mitmachen müsst ihr nichts weiter tun, als einen Kommentar da lassen mit Hashtag Kartinvestor und dann schreibt mir euer Lieblingsset aus den 5 dazu. Und die Auslosung findet dann am nächsten Sonntagsstream statt. Datum und so weiter steht alles in der Beschreibung und dann wünsche ich euch viel Glück, Leute. So Leute, bitte zieht euch einmal rein, wie das alleine schon aussieht, wenn die Schriften übereinander sind. Das ist so genial und perfekt für Sammler und so schön für die Vitrine. Ich liebe es einfach nur. Also ich kann es euch nur empfehlen. Es ist einfach so schön, wenn man die so hinlegt. Was ich auch geisteskrank finde, ist einfach so von der Seite mit den ganzen Monstern drauf, mit den... Oh, ich feiere das viel zu hart, Leute. Ihr müsst wissen, diese nostalgischen Sachen, deswegen sammle ich Yu-Gi-Oh! Und die ganzen Karten, weil es einfach Kindheit pur ist. Und wenn man sich das von vorne anschaut, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, Leute, in der Reihenfolge, wie es rauskam. Es ist auch wirklich sehr, sehr gut getroffen. Die Farben sind ein bisschen anders, das sieht man auf jeden Fall, wenn man schon mal ein richtiges in der Hand hatte, kein Reprint. Das Konami-Logo natürlich auch anders und natürlich ganz auffällig hier der Stamp, aber ganz ehrlich, für die Vitrine, für den Preis, es ist wunderschön und man kann da nichts falsch machen und es ist einfach... Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Guckt euch das doch an. Man kennt es und man liebt es einfach. Also Leute, ich lege es jetzt mal so in der Reihenfolge und dann würde ich mal sagen, würfeln wir kurz, welches wir heute aufmachen. 1 ist LOB, 5 ist dann IOC, 6. Wenn 6 kommt, muss Fritz für immer in jedem Stream helfen. Dann schauen wir mal rein. Und wir haben die 5. Das heißt, wir starten mit IOC, was eigentlich ganz stabil ist. Ich meine, wir können Chaos Imperatorendrache ziehen, wir können BLS ziehen. Also, ich würde mal schon sagen, dass das ein nices Set ist. Und was wollte ich sagen? Auf jeden Fall aus der Sicht des Händlers, Leute, wie das jetzt für uns war vom Laden, war natürlich ein ganz schöner Akt, weil wir hatten so viele Vorbestellungen wie noch nie. Und leider ist es so, also ich sage es euch offen und ehrlich, wie es ist. In der Regel, also seitdem ich Händler bin, jetzt 3,5 Jahre oder sowas, habe ich es nicht einmal gehabt, dass von Yu-Gi-Oh! Etwas nicht komplett ankam, beziehungsweise einmal kam was nicht direkt an, das kam dann nach 2 Wochen oder so, also nicht der Rede wert. Aber hier, weil das natürlich wieder was Besonderes ist und der Andrang so extrem war, es war auch
vorher schon ausverkauft, bevor die reguläre Vorbestellfrist zu Ende war, wurden die Bestellungen gekürzt. Gerade für die Händler, die viel kaufen, wurde da natürlich viel gekürzt. Deutsch haben wir eine stabile Menge bekommen, Englisch allerdings sehr, sehr wenig. Besonders MRD und LOB leider, das wichtigste Set, kam fast nichts an. Und das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Aber ich glaube, die ganzen kleinen Händler, ehrlich gesagt, so wie ich es herausgehört habe bei den Großhändlern, die kleineren Händler haben ziemlich ihre kompletten Mengen bekommen. Und die haben halt versucht, bei den großen Händlern, beziehungsweise die, die etwas größer sind, ein bisschen was wettzumachen. Oh, das sieht so krass aus. Guckt euch das mal an. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Das ist zu krass. Also ich feiere das viel zu hart. Ich darf es nicht so krass feiern. Es ist viel zu... Ich am liebsten nicht ein Display davon verkaufen und ein, die wirklich nur die im Hintergrund, nichts anderes mehr. Also was ich euch direkt von vornherein empfehlen kann, ist, alle 5 Displays zu kaufen, Sprache ist egal, einmal so hinstellen, damit man das Covermonster sieht und einmal so aufeinander stapeln, damit man die Schrift sieht und dann noch einmal von vorne, weil es einfach zu krass aussieht, Leute. Es ist viel zu heftig. Wir fangen jetzt mit dem ersten Pack an. Wir müssen jetzt was aufmachen. Auf jeden Fall Chase-Karte, Demog und Dimension Fusion. BLS habe ich schon aus der Legendary Collection. Also Demog wäre schon ganz nice. So, wir starten mit dem ersten IOC-Booster, Leute. Let's fetz einfach nur. Wir haben die Ruinen in die Luft jagen. Sehr gute Karte. Ujamaa, Delta Hurricane, Seeschlangenkämpfer der Dunkelheit, Neokäfer, Chain Disappearance, eine sehr krasse Karte. Heiliger Kranich, wichtig und richtig für, wie heißt das, Reasoning Gate Deck. Und was ich noch sagen muss, Leute, ganz wichtig, ich liebe diesen alten Set so sehr und es passt so gut, weil wir veranstalten super viele Go-Turniere und wir spielen Retro-Formate im Laden und so weiter. Also wenn ihr Bock auf Retro habt, kommt in Gladbach in den Laden vorbei. Wir veranstalten regelmäßig coole Events und Set ist einfach mega und ich glaube auch, dass das natürlich einige alte Hasen wieder ins Spiel bringen wird. Und da freue ich mich drauf, weil diese Go-Turniere, das heißt nichts anderes, als dass wir mit den alten Regeln spielen, sind geisteskrank. Wir haben den schönen gelben Ujamaa, die Stachelfee und die Sturmechse noch zum Schluss. So ein Kranich kann man immer gebrauchen. IOC war echt ein komisches Set. In Deutschland kam das sehr, sehr spät raus. Das gab es lange nur in Amerika. Und das war auf jeden Fall damals echt heftig, wenn man da die Karten dann schon aus Amerika hatte. Da hat man alles geregelt. So, Baby. Ich frage mich auch, wie es mit den Pullrates ist. Ich habe gehört, dass eine Secret Rare garantiert ist. Wäre natürlich nicht so krass, weil es gibt pro Set immer... schwarzer Tyranno als Ultra Rare. Da habe ich früher gehabt, sage ich euch, wie es ist. Das Känguru und der heimliche Vogel. Der kriegt doch erstmal eine Sleeve auf entspannt. So einen schwarzen Tyranno zieht man nicht jeden Tag. Das ist crazy. Also es gibt nur 2 verschiedene Secrets. Hier ist es der Invader of Darkness und der Emperor Dragon. Damals war es noch ein bisschen anders mit den Hobby- und Retail-Boxen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt super finde. Aber die Sache ist natürlich auch, die Displays sind jetzt schon ein bisschen teurer und die werden auch schnell teurer werden, weil so wie ich gehört habe, wird nichts nachkommen. Also es gab wohl nur eine Lieferwelle. Kann man sich natürlich auch drin täuschen, also das ist keine verlässliche Aussage, habe ich aber so gehört. Schön Sorcerer. Und das heißt natürlich, dass sobald dann die erste Welle vorbei ist, sobald die Leute ihre Rechnungen bezahlt haben, also ich kann es euch nochmal genau erklären, in der Regel ist es so, bei Release wird nochmal alles mega günstig, weil die Leute einfach ihre Rechnungen bezahlen müssen. Sobald die Ware kommt, kriegt man die Rechnung, Klatscher muss alles bezahlen, kein Geld mehr in der Kasse, das heißt, man gibt es günstig ab und dementsprechend fallen dann die Preise, weil das natürlich bei vielen Händlern so ist und man nicht immer liquide ohne Ende ist. Und dementsprechend, sobald die dann bezahlt haben, dann denke ich mal, dass die Sachen sofort stark am Preis anziehen werden, weil die Sachen sind einfach zu krass. Also die Leute haben Bock, das zu öffnen und die Leute haben natürlich auch einfach Bock, sich das für die Sammlervitrine wegzupacken. Und das kann ich euch nur empfehlen, weil das macht wirklich Spaß. Also sieht so schön aus. Komm, Baby, jetzt gibt es mal eine schöne Superware wenigstens mal. Manju ist eigentlich auch krass. Sorcerer. Immer noch keine Holo. Und Sorcerer kann man immer gebrauchen.
krass eigentlich auch, dass Sorcerer eine Common früher war. Was soll das eigentlich? Rasender Gorilla, eins der stärksten Goat-Monster. Einfach 2000 als Vierer ist heftig. Das Känguru wiederum nicht so krass. Also diesen rasenden Gorilla, die Decks damit sind mega heftig. Also ich bin ehrlich, bei Meta und so kenne ich mich nicht so krass aus. Ab und zu spiele ich mal eine Runde mit. Aber Goat ist mein Ding, Leute. Schwarz glänzender Soldat. Der Gesandte des Anfangs am Stissel, Leute. Wow. Oh, dieser neue Print, das sticht in meinen Augen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht... Also ich bin ehrlich, ich feiere die neuen Karten. Bin froh, dass es die gibt und das macht Spaß für alle. Aber dass die Sterne und das Attribut oben leuchten und das Bild so groß ist, es sticht als Sammler, das zu sehen, bin ich ehrlich. Aber es sieht krank aus. Es erinnert mich sehr an eine Legendary Collection, irgendwie so an Yugi's World oder so. Aber es ist so eine schöne Karte. Das Bild ist riesig. Also jetzt gerade bei der, ich habe es noch nie so krass gesehen wie bei der Karte. Weil ich, also BLS ist mit einer der Karten, die ich mir früher am meisten angeschaut habe. Und beim Go-Deck habe ich halt noch den alten Print drin und ich kenne die Karte halt. Man guckt sich die natürlich an, weil das einfach das Boss-Monster ist. Und da ist der Unterschied schon relativ groß, aber ist wild, Leute. Boah, BLS einfach. Großer Koala. Irgend so ein Typ. Ach, keine Holo. Hinfortschurke, wow. Boah, eigentlich, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Es ist 12:30. Ich bin tot. Ich habe den ganzen Tag gepackt, alle Vorbestellungen fertig bekommen. Ich wollte eigentlich kein Video mehr drehen, aber ich habe mir gedacht, das muss man jetzt machen. Kann ich jetzt nicht absagen. Und natürlich freue ich mich auch auf heute Abend, dass wir dann schön streamen. Ich denke, wir starten um 10 Uhr. Ist zwar Turnier und wir werden im Laden streamen, aber es wird auf jeden Fall mega nice. Zwangsevakuierungsgerät, Gigant ist auch mega gute Karte. Lege ich mir mal an Seite, dann kann ich mir nochmal so ein Deck bauen. Ich wollte mir so ein Leihdeck bauen, damit wenn mal ein neuer Goat-Spieler kommt, dass der ein einfaches Deck bauen kann, spielen kann. Dann habe ich mir gedacht, baue ich so ein Beatdown-Deck. Schwarzer Ojama. So, Leihdecks kann ich euch nur empfehlen. Also in einem Laden ist immer sehr, sehr nice. Ein einfaches Deck, damit neue Leute einfach zocken können und auch direkt Spaß haben. Also es darf nicht zu kompliziert sein. Da ist so ein Beatdown-Deck schon nicht schlecht. Einfach nur angreifen, der Gegner stirbt und dann ist alles gut. Komm, Baby. Boah, wo Super Rares eigentlich? Okay. Lol, das halbe Display ist weg. Lol, was soll das? Komm, Baby, jetzt einmal schön mal hier irgendwas Feines. Bitte nicht großes Brennen. Besser als großes Brennen immer noch. Ich hätte ehrlich gesagt eigentlich gerne LOB aufgemacht. Ich hätte, glaube ich, mit LOB anfangen sollen. Eins nach dem anderen. Aber ist egal. Machen wir auch noch auf. Machen wir auch noch auf. Jade Insektenpfeife. Da ist was drin, Baby. Ah, ist das denn großes brennender Schmutz. Die schlechteste Super Rare aus Vintage Yu-Gi-Oh! Die kostet 20 Cent in First Edition. Was ist das für eine Karte? Es ist ein Meme, wirklich. Das ist... Was soll das? Giga Gaga Gigo, der ist wild. Da gibt es einen ganzen Storyplot zu. Raubender Zombie und Selbstzerstörung. Lol, der war da drin, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der ist im PGD drin. Lol. So, Baby. Schade eigentlich, dass PGD kein Reprint bekommen hätte. LOD wäre auch krass. Engagement durch Licht und Finsternis. Hier nochmal Gigantes, den brauche ich auch nochmal. Also ein Gigantes brauche ich noch, dann habe ich das Set. Und zwei Gorilla wären krass. Frühe Saat, da ist der Gorilla. Und leider keine Hodo. Es sind erstaunlich wenig Super Rares drin, lol. Also es müsste jetzt eigentlich in jedem Pack eine Super Rare sein. Und die Secret fehlt auch noch, Baby. Hoffentlich ist es nicht Invader of Darkness. Was soll das? Ich spüre ihn schon. Wow! Nice! Ich dachte safe, wir ziehen in den Invader. Unrealistisch schön. Der sieht so nice aus. Mein Gott, ist das eine schöne Karte. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur müde bin oder warum ich den so wunderschön finde. Die Farben glitzern in meinen Augen, Leute. Ich sag's euch, das ist wild. Einfach so, stellt euch vor, einfach, ihr hättet das früher gehabt, zieht BLS und Emperor Dragon in einem Display. Was ist das? Ich sag's euch, egal was diese Displays kosten, also ich würde auch locker 10, 15 Euro für einen Booster bezahlen. Die alten kann man ja nicht bezahlen.
Und hier, ich weiß nicht, gerade ein Display kostet 70, maximal 80 Euro. Vielleicht kriegt man die vielleicht auch nochmal ein bisschen günstiger irgendwie, aber also zwischen 60 und 80 Euro werden die ganze Zeit kosten erstmal, bis sie dann teurer werden. Aber ich sag's euch, Leute, für 60 bis 80 Euro diesen Spaß zu haben, ist unrealistisch. Also diese alten Dinger nochmal zu sehen einfach, wenn man die als Kind hatte, muss man das einfach mal machen. Also man muss eigentlich jedes Set viermal kaufen, damit man die einmal in jede Richtung stellen kann, wie ich euch das eben gezeigt habe, und einmal jedes aufmachen. Aber es ist natürlich ein teurer Spaß. Gigantes, jetzt haben wir drei. Perfekt. Ich brauche noch die Dimensionsfusion, sonst bin ich auch sauer. Komm, Baby. Let's go. Kniff, Hüpfer. Wo, Superware? Oh, die Geburt eines Helden. Einfach Jaden Yuki-Karte hier drin. Nur noch zwei Booster und wir haben nur zwei Superwares? Was soll das? Was? Heißt das, die Superwares sind genauso selten wie Ultrawares? Chaosreiter Gustav tot. Also, Gustav und großes Brennen. Das ist schon krass, was hier an Superwares drin ist. Läuft. Letzte Booster, Leute. Aber BLS und Emperor Dragon ist natürlich Premium des Lichtes. Fenrir einfach, lol, Metakarte des Lichtes. Was soll das? Also wir haben zwei Ultra-Wares, eine Secret natürlich und einfach drei Super-Wares nur. Also es sind nur fünf, sechs Hits. Also doch ganz interessante Pull-Rate. Das werden wir uns aber heute Abend mehr anschauen können, wenn wir natürlich im Stream einiges aufmachen. Und dann schauen wir auch, ob es da set-spezifisch Unterschiede gibt. Aber Leute, ich sage es euch. Also nochmal ganz klare Meinung dazu. Mehr Collectors-Item geht ehrlich gesagt nicht. Und mehr Spaß auch sehr schwer. Also wenn man einfach nur Bock hat, Kindheitsfeeling zu haben. Vor allen Dingen geht es ja auch nicht nur um die Preise, sondern so ein BLS ist natürlich geisteskrank. Wenn man den als Kind hat und man zieht den nochmal, dann ist sowieso vorbei. Aber ich sag's euch ehrlich, wie es ist, bei den alten Sets, diese Commons, die man zieht, ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich spezielle Commons sehe, wie ich im Kinderzimmer meine Yu-Gi-Oh!-Karten in einer Lidl-Tüte hatte. Alle ohne Hülle in einer Lidl-Tüte. Ich habe die auf den Boden geschüttet und habe mir einfach Decks gebaut und überall lagen Karten. Der ganze Fußboden war voll. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mir dann manche Commons einfach angeguckt habe, mir die Statuswerte angeschaut. Und ich war 5, 6 Jahre und ich weiß es noch genau. Und das ist das, wofür diese Produkte so legendär sind, Leute. Dieses Nostalgie-Feeling, also ich kann es euch nur empfehlen, gönnt euch die, stellt euch die in die Vitrine, legt euch die weg, die werden sowieso eh teurer, das ist gar keine Frage. Wie krass teuer die werden in naher Zukunft, kann ich euch nicht sagen, aber auf lange Sicht natürlich extrem geisteskrankes Produkt, 25-jähriges Jubiläum, mega, mega krasses Potenzial. Aber Leute, ich sag's euch, lasst uns gerne nochmal heute Abend in Ruhe ein bisschen darüber sprechen, was wir alles darin feiern. Und es macht mir wirklich großen Spaß. Dafür sammle ich, Leute, für diesen alten Nostalgiekram. Und hat mir, also heute hat es mir besonders viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn wir ein neues Set öffnen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Gewinnspiel und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.